Ho, 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 Weihnachten steht vor der Tür. Wir präsentieren euch heute die Spiele, die bei euch unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen dürfen, damit es strahlende Kinder- und Erwachsenenaugen gibt. Also bleibt dran, wenn ihr die passenden Geschenkideen finden wollt. Willkommen zurück hier bei Meeplecards. Heute präsentieren wir euch die Spiele, die bei euch unterm Tannenbaum nicht fehlen dürfen. Diese Spiele haben wir in drei Kategorien eingeteilt: Kinderspiele, Familienspiele und Experten- und Kennerspiele. Beginnen tun wir zunächst mit den Kinderspielen. Das erste, was wir heute euch vorstellen, ist Coco Crazy. Das haben wir erst neuestens jetzt in unserer Sammlung dazu gewonnen. Ein super verrücktes, lustiges Spiel für Kinder ab 5 Jahren von Ravensburger, wo Merkfähigkeiten und taktisches Geschick gefordert sind. Affen sind in Kokosnüssen versteckt und man muss herausfinden, wo die Affen sozusagen sind. Genau, man muss also herausfinden, es gibt 6 verschiedene Farben und Ziel des Spiels ist es, von jeder Farbe einen Affen am Ende zu sammeln. Dann haben wir schon Spiel Nummer 2 für die Kinder. Spiel Nummer 2 ist Dragomino. Und zwar müsst ihr versuchen, eine Landschaft aufzubauen und dabei halt Eier aufdecken in der Farbe, wo ihr die Landschaften angelegt habt. In den Eiern sind versteckt Drachen, die ihr sammeln müsst, um dementsprechend viele Punkte zu kriegen. Manchmal sind die Eier allerdings leer, dann ja, hat man Pech gehabt. Dann bekommt man aber die Drachenmama und die ist auch am Ende sehr entscheidend vielleicht. Genau, weil die bringt nämlich nochmal einen Extrapunkt. Und als drittes Spiel haben wir einen Klassiker. Das ist Lotti Karotti. Kennen vielleicht viele schon, gibt es jetzt auch schon in verschiedenen Formen. Nicht nur noch Lotti Karotti mit Hasen, sondern auch Paw Patrol oder auch, was hatten wir gesehen? Peppa Pig hatten wir jetzt schon gesehen. Also das ist jetzt in Neuauflagen wieder da. Ist immer sehr beliebt bei Kindern, weil es lässt sich schnell spielen, ist ein bisschen aufregend für die Kinder und sie machen sich natürlich absolut lustig darüber, wenn die Hasen in die Löcher fallen. Ja, vor allen Dingen, wenn das bei der Mama passiert. Kommen wir zur Kategorie 2, Familienspiele. Spiele für die ganze Familie, die schön in einer geselligen Runde gespielt werden können. Fangen wir an mit Dorfromantik. Dazu haben wir euch ja schon mal ein Review-Video gemacht. Der Link dazu ist oben in der Ecke. Genau, und hierbei baut ihr eine Landschaft auf, um da möglichst viele Punkte zu erreichen. Genau, kommen wir zu Spiel Nummer 2. Calico, auch ein Legespiel. Ein süßes Katzenspiel, wo man Knöpfe auf ein Tableau legen muss, in bestimmten Farben und Formen, um so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Ein wunderschönes Spiel für den Tisch und auch in geselliger Runde mit dem ganzen Abend zu verbringen. Genau. So, das nächste Spiel, was wir euch noch präsentieren, ist Cascadia. Auch ein Legespiel vom Kosmos Verlag. Ab 10 Jahre auch. Auch ein Spiel für die ganze Familie, wo ihr auch Landschaften aufbauen müsst und dementsprechend Tierplättchen rauflegen müsst. Genau, und mittlerweile gibt es dafür dieses Jahr rausgekommen die Erweiterung Landmarks, die nochmal das ganze Spiel nochmal ein bisschen interessanter und aufregender gestalten. Also nicht nur ein Geschenk für den Weihnachtsbaum, sondern gleich 2. Und nächstes Jahr beginnt sogar eine neue Kickstarter-Kampagne, wodurch eine weitere Erweiterung geplant ist. Genau, naja, Erweiterung weiß ich nicht, aber es wird ein Roll-and-Ride-Spiel dazu geben. Klang jetzt auch ganz interessant, ist mal was anderes. Ja, eins unserer Favorite-Spiele auch in der Familie. Auf jeden Fall. Kommen wir zur dritten Kategorie, Experten- und Kennerspiele. Als erstes haben wir für euch Flügelschlag rausgesucht. Ein super tolles Spiel mit super schönen Karten über ganz viele verschiedene Vogelarten, die ihr versuchen müsst, in ihre Lebensräume zu bringen. Mittlerweile gibt es ganz viele Erweiterungen dazu. Wir haben leider noch keine einzige davon gespielt. Muss aber auf jeden Fall nachgeholt werden. Aber ein Spiel wirklich auch für die ganze Familie, auch mit einem tollen Solo-Modus. Aber auch Weihnachten steht bei Meeplecards vor der Tür. Wer weiß, was uns da erwartet. Wer weiß, was der Weihnachtsmann uns bringt. Als nächstes haben wir, was wir letztens als Video auch vorgestellt haben, Planet Unknown, unser Spiel des Jahres. Wenn euch bis hierhin das Video schon mal gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und schreibt uns in den Kommentaren, was eure Weihnachtsempfehlungen für den Tannenbaum sind. Und für dieses Video
haben wir extra eine große Review gemacht. Schaut gerne bei unserem Kanal vorbei, da erzählen wir euch mehr zu diesem fantastischen Science-Fiction-Spiel. Genau, und das letzte Spiel haben wir jetzt auch relativ neu und gestern Abend das erste Mal gespielt, die Weiße Burg. Und zwar geht es in dem Spiel um das Thema asiatische Kunst. Das ist sozusagen Samurai, die Reisbauer und alles. Das ist alles in einer Burg aufgebaut, sozusagen. Deswegen heißt es auch die Weiße Burg, wo man verschiedene Sachen sammeln, Aktionen durchführen kann. Es ist ein sehr schnelles Spiel, also man kann damit mehrere Runden am Abend spielen. Und uns haben die ersten Runden auf jeden Fall sehr zugesagt und würden es deswegen auch gleich weiterempfehlen. Genau. Muss auf jeden Fall noch ausgebaut werden, die Taktiken. Also es ist im Prinzip alles über eine Würfelmechanik, wo man versucht, seine Würfel dementsprechend zu platzieren, um möglichst viele Aktionen dadurch zu erreichen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal ein bei Meeplecards. Tschüss! Tschüss! Halt! Wo willst du denn hin? Hast du es denn vergessen? Wir haben doch noch was. Ja, da waren ja noch zwei besondere Spiele. Zwei besondere Spiele, genau. Einmal die Alchemisten, ein besonders schweres Spiel, sowohl vom Gewicht als auch von der Komplexität des Spiels. Genau. Die Besonderheit an dem Spiel ist, es wird mit einem Tablet oder mit einem Handy gespielt. Man muss herausfinden, aus was sein Zaubertrank gebraut wurde, also die richtigen Zutaten. Und über die Handy-App oder das Tablet findet man nachher heraus, ob man richtig liegt oder auch nicht. Mist zusammengebraut hat. Ja. Also wer was besonders Herausforderndes sucht, kann auch die Alchemisten sich holen. Aber wir haben noch ein zweites Spiel, was besonders ist. Wir haben noch ein zweites Spiel, ja. Das ist nicht gerade viel leichter, also vom Gewicht. So, und zwar Arche Nova. Bei Arche Nova baut ihr einen Zoo. Da habt ihr auch ganz viele Karten mit Tieren und mit Gehegen und mit alles Mögliche. Mittlerweile gibt es eine Erweiterung für die Wasserwelt. Da sind dann sogar meine Pinguine dabei. Ja. Also eigentlich ein Themenparkspiel. Eigentlich ein Themenparkspiel. Ein Themenparkspiel, ja? Genau. Für den Tisch sozusagen, so wie man es am Computer kennt. Genau. Man muss versuchen, sein Zoo aufzubauen mit der richtigen Nahrung, mit den richtigen Gebäuden, das alles schön zu platzieren. Wie gesagt, neueste Erweiterung ist die Unterwasserwelt. Die haben wir noch nicht. Nee. Aber die werden wir uns auch noch zulegen. Aber auch ein sehr langes Spiel. Also wenn man damit anfängt, heißt das nicht, dass man das auch am Abend schafft. Also unsere erste Partie ging, glaube ich, über vier Stunden war schon ganz schön. Das war wirklich schon sehr lange. Und man muss halt sich ganz schön in den Regeln durchlesen. Und das Regelheft liegt immer bei uns auf dem Tisch mit dabei. Oh ja. Also das waren jetzt viele besondere Spiele. Wir hoffen, wir konnten euch damit helfen, einen Wunsch für Kinder oder Erwachsene zu finden. Genau. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal bei uns wieder einschaltet, hier bei Meeplecards. Und jetzt gibt's Kekse!